Herzlich willkommen hier bei We Love MMA, heute zu einem neuen Interview und zwar den Titelherausforderer für We Love MMA in Frankfurt am Main am 17.09. Alexander Djukic. Alexander, grüß dich. Hallo, grüß dich. Titelfight am 17. September in Frankfurt am Main. Nach vier Jahren kehrst du zu We Love MMA zurück. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich super an. Zumal ich da auch, wo ich zuletzt gekämpft habe, sehr gut aufgenommen wurde und es hat mir sehr gefallen, auch das Ganze drumherum und ich freue mich. Dein letzter Fight bei We Love MMA war 2018 und wir wissen, in den letzten vier Jahren ist nicht nur in der Welt sehr viel passiert, vor allem auch die letzten zwei Jahre, sondern wahrscheinlich auch bei dir. Erzähl mal so ein bisschen dein Fight gegen Tim Richter 2018 bis jetzt, deinen anstehenden Titelkampf gegen Leo Lauber. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert bei dir? Da ist so einiges passiert, auch im sportlichen wie auch im privaten Bereich. Aber grundsätzlich, ich hatte danach nochmal zwei Fights, die ich für mich entscheiden konnte. Und habe mich natürlich während der Pandemie war es ein bisschen schwer mit dem Training, habe mich fit gehalten, bin draußen laufen gewesen, habe ein wenig zu Hause umgestellt, umgebaut. Ich habe mir so ein kleines Studio hingestellt, dass man zumindest ein bisschen was auch von zu Hause aus machen kann. Aber ja, ich fühle mich gut. Ich war nicht untätig, ich war fleißig. Habe jetzt auch mittlerweile nach diesen ganzen Einschränkungen viel an meinem Boden, an meinem Ring gearbeitet und würde sagen, ja, ich bin ready. Ready und auch gut aufgehoben wahrscheinlich bei den Paderborn Wombats, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade bodentechnisch haben wir unglaublich viele starke Leute, mit denen ich jetzt ganz viel auch gemacht habe, was ich vorher, muss ich ehrlich sagen, sehr vernachlässigt habe. Die eine oder andere Niederlage hätte so nicht sein müssen. Aber gut, man lernt aus den Fehlern und ich habe vieles jetzt ausgemerzt und ich bin bereit und fühle mich absolut stark. Du hast den Bodenkampf eben angesprochen. Ist das schon so ein kleiner Teaser, was wir von dir erwarten dürfen vielleicht am 17.09.? Ja, das hängt drauf, von Leonard drauf ab, wie er sich jetzt gibt oder welche Positionen er mir gibt oder nicht. Aber auf jeden Fall spielt das auch eine große Rolle. Schaust du dir, wenn du weißt, du kämpfst jetzt am 17.09., schaust du dir zum Beispiel den letzten Kampf von Leo Lauber an, bei euch in Paderborn mit den Wombats und ihr bereitet euch spezifisch auf diesen Kämpfer vor? Das heißt, ihr schaut euch, was macht er, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen? Wie sieht das aus? Analysiert ihr deinen Gegner? Wenn ich sagen würde, dass ich mir keinen Kampf von ihm angeguckt habe, würde ich ja lügen. Ich denke mal, das macht jeder Fighter, dass man einmal reinschaut, sich mal anschaut, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Und tatsächlich gucken sich da eher meine Trainer die Videos an. Dann analysieren sie das und gemeinsam gehen wir da ein bisschen durch und schauen, woran wir da ein bisschen arbeiten können. Aber gut, er hat sich mit Sicherheit auch wieder weiterentwickelt, hat ein paar Sachen umgeändert. Von daher, ja, man ist schon auf jeden Fall vorbereitet, so ein wenig. Man bastelt sich so einen leichten Gameplan zusammen. Wir haben noch vier Wochen bis We Love MMA in Frankfurt. Wie sieht deine Vorbereitung zurzeit aus? Also vier Wochen vor dem Kampf, wie viele Einheiten in der Woche hast du? Erzähl mal ein bisschen was über dein Training. Ja, außerhalb der Wettkampfvorbereitung bin ich eigentlich sonst auch immer aktiv. Also mindestens fünfmal in der Woche gehe ich los. Und dann während der Vorbereitung, jetzt ist sie sechs Wochen vorher, habe ich angefangen, weil ich zuvor auch schon ein bisschen im Training war. Ich hätte kämpfen sollen, aber das ist aufgrund einer Verletzung, dann hat das nicht stattgefunden. Deshalb sechs Wochen vorher habe ich angefangen und klar, die Intensität und das Intervall ist natürlich, hat sich geändert. Statt fünf macht man dann jetzt halt sieben, acht, neun Einheiten, je nachdem. Und das mache ich mit meinem Trainingspartner, Trainer und Freund Can Aslaner. Der hat auch am 17.09. zeitgleich einen Fight und so ziehen wir uns beide gegenseitig ein bisschen hoch und planen das gemeinsam. Es ist halt unterschiedlich, dass man dann sagt, zwei, drei Tage wird dann ein Stück trainiert, dann mal einen Tag Pause, je nach Training, Ausgangslage und ja. Okay, also du hast nicht quasi, ich sag mal, einen festen Stundenplan und sagst, du machst x Einheiten pro Woche, darunter geht nichts, darüber geht nichts, sondern vor allem jetzt, wenn du ja zusammen mit einem Teamkollegen dich darauf vorbereitest, ihr bereitet euch quasi auch gegenseitig darauf vor, dann ist jede Woche anders. Jede Woche ist anders. Also es ist strukturiert in quasi
Klar, Stand, dann im Boden, im ringerischen, im Kraft-, Ausdauer-, technischen Bereich. Und das variiert dann, wenn wir jetzt, sag ich mal, wir haben klar feste Trainingseinheiten, aber die variieren wiederum auch. Wenn man vorher doch was anderes gemacht hat und man sagt, okay, jetzt haben wir sehr viel Bodenlastiges gemacht, dann schwenken wir am nächsten Tag vielleicht ein bisschen über und machen dann mehr Standlastiges und Kraftausdauermäßiges. Also das ist sehr variabel. Es ist ein fester Plan, aber doch irgendwie lässt er sich immer wieder mal ein bisschen verschieben, sodass die ganze Woche eigentlich ganz gut ausgelastet ist mit jeder Sparte. Flexibel also quasi. Genau, Ja. genau. Dann habe ich noch eine abschließende Frage und zwar, du weißt ja, Leo Lauber, MMA Spirit, kommt aus Frankfurt, ihr kämpft in der Jahrhunderthalle. Ist dir das überhaupt wichtig? Also hast du da überhaupt Emotionen und denkst dir, wow, ich bin jetzt hier im Hexenkessel? Oder ist das für dich ein Fight wie jeder andere? Egal, wo der Gegner herkommt, egal in welcher Stadt, behandelst du alle Fights im Endeffekt gleich. Im Endeffekt behandle ich alle Fights gleich. Klar, das ist ein Titelfight, das ist bei ihm, sag ich mal, in seinem Wohnzimmer, aber das juckt mich, hätte ich gesagt, kaum. Was heißt juckt mich kaum? Also nicht jetzt böse gemeint, sondern das stört mich nicht. Das ist in Ordnung, absolut. Ich habe ja auch sein Interview gesehen und ich muss ehrlich sagen, es ist ein sympathischer junger Mann und ich freue mich drauf. Wir freuen uns auch. Alexander Djukic, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das Ja. Schlusswort, das gehört natürlich dir. Okay, vielen Dank, gerne. Ja, ich freue mich auf den 17.09. Seid alle dabei. Ich danke hier an dieser Stelle schon mal meine ganzen Trainer, meine Familie, den ganzen Trainingspartnern, die immer da sind und einem immer aushelfen und unterstützen. Ansonsten, ja, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich freue mich drauf. Auch hier an Leo nochmal. Ihr habt ihm ja nochmal die Frage gestellt gehabt, wenn ich zusehen würde, was er mir sagen würde. Er hat sich gewünscht, dass wir einen fairen Fight haben. Den wird er auch definitiv kriegen. Das ist Ehrensache. Und ich wünsche mir hier ihm und mir auch, dass wir natürlich eine verletzungsfreie Vorbereitung bis zum Kampf haben und dass wir uns dann am 17.09. sehen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, an wen der Titel geht oder ob er da bleibt oder hier nach Paderborn kommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er kommt nach Paderborn. Da hast du dich ein bisschen verrechnet. Aber wir gucken. Das war Alexander Djukic. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, ciao.